Hallo und willkommen zu unserem Pecha Kucha. Am Anfang des Semesters haben wir uns mit der 3D-Gruppe zusammen mit der Modellierung des Gebiets beschäftigt. Wir haben das Ganze in vier Phasen unterteilt. Am Anfang ging es darum, welche Daten uns überhaupt zur Verfügung stehen. Dann in Phase 1 haben wir diese Daten, nämlich den Bebauungsplan, CardMapper und Daten aus Google Maps zusammengefügt. In Phase 2 fand dann die Modellierung in SketchUp statt. Zum Schluss haben wir dann aus dem Modell noch Visualisierungen erstellt und konnten es somit mit der Realität vergleichen. Das erste Neubaugebiet, mit dem wir uns beschäftigt haben, ist das Quartier am Alten Anger. Dieses befindet sich etwas südlich von Duisburg im Stadtteil Huckingen in einer ähnlich suburbanen Lage wie Lichtenheim-Ostetten. Im Größenvergleich fällt auf, dass das Gebiet mit 83 Hektar ähnlich groß ist wie beide Bauabschnitte in Biegen zusammen. Links ist das Gebiet an einer Hauptverkehrsstraße angeschlossen sowie oben an die Bestandsbebauung. Die einzelnen Häusergruppen werden über kleinere Quartierstraßen erschlossen. Momentan finden in dem Gebiet noch die Erschließungstätigkeiten und die Vermarktung statt. Zukünftig werden dann in etwa 300 Wohneinheiten entstehen. Die Dichte ist mit einer GFZ von 0,88 etwas geringer als in Biegen. Im Bebauungsplan wird das Ganze dann in 6 unterschiedliche Gebiete unterteilt, in denen unterschiedliche Vorgaben zu den Themen Einzelhaus oder Doppelhaus und Flach- oder Satteldach gemacht werden. Insgesamt sind die Gebäude 2 oder 3 Geschosse hoch. Am Eingang gibt es noch ein paar Gebäude mit 3 bis 4 Geschossen. Die Vorgaben führen zu diesen 3 Haupttypen. Zusätzlich gibt es dann noch Schiebereglerprinzipien, mit denen man den Haupttypen Varianz verleihen kann. Die Gebäude werden dann noch in 6 unterschiedliche Quartiersfamilien zusammengefasst, die jeweils aus 1 oder 2 verschiedenen Gebäudetypen bestehen. Dadurch soll erreicht werden, dass das Gebiet insgesamt einheitlich und harmonisch aussieht. Am westlichen Eingang gibt es eine Kita und ansonsten noch 5 kleinere Quartiersplätze. Das Gebiet wird auch als Gartenstadt vermarktet und im Vergleich zu Biegen gibt es deutlich mehr Grünflächen, sowohl privat als Garten als auch öffentlich. Der Park in der Mitte des Quartiers schafft eine Freiraumverbindung zum Quartierseingang und südlich kann das Gebiet in das umliegende Grün auslaufen. Beim Vergleich der Gestaltungsvorgaben fällt auf, dass in dem Gebiet deutlich mehr Wert gelegt wurde auf ein einheitliches Aussehen der Häuser. Das zweite Quartier, das wir uns zum Vergleich ausgesucht haben, ist der Neckarbogen in Heilbronn. Gebaut wurde es zusammen mit der Bundesgartenschau 2019 und liegt auf einer alten Brachfläche der Deutschen Bahn. Im Schwarzplan sieht man die städtebauliche Einbindung des Quartiers. Heilbronn als alte Industriestadt ist sehr dicht bebaut, wogegen das dreieckige Quartier doch etwas heraussticht. Im nächsten Plan sieht man in einem kleineren Maßstab die Lage der beiden Quartiere im Vergleich. Hier fällt auf, dass der Neckarbogen von Wasser umgeben ist, Biegen-Durlacher Weg dagegen von Feldern und Grünflächen. Die Erschließung haben wir je nach Funktion wieder in unterschiedlichen Farben dargestellt. Der Neckarbogen hat im Gegensatz zu Lichtenheim nur eine Hauptverkehrsstraße und dafür viele kleine Wohnstraßen, um den Autoverkehr im Quartier zu reduzieren. In Lichtenheim ist man mit der Mobilität dagegen nicht so sehr eingeschränkt. Im allgemeinen Vergleich springen einem die wichtigsten Kenngrößen der baulichen Nutzung ins Auge, wie die enormen Unterschiede der GFZ von 3,5 und 1,0, was jedoch daran liegt, dass der Neckarbogen als urbanes Gebiet ausgeschrieben ist und Lichtenheim als allgemeines Wohngebiet bzw. als Mischgebiet. Die zu bebauenden Flächen sind mit 30 und 23 Hektar ähnlich groß, jedoch gibt es in Lichtenheim mit 135 Grundstücken deutlich mehr. Im Vergleich der Dichte sieht man die eben angesprochenen Unterschiede in der GFZ von 3,5 und 1,0. Die Gebäude im Neckarbogen haben im Schnitt 5 bis 6 Geschosse, in Lichtenheim sind es 1 bis 2. Man erkennt aber auch einen Unterschied zur Dichte in Bezug auf die GAZ. Auch hier in Lichtenheim ist die Bebauung lockerer und großzügiger, da es auf jedem Grundstück noch Gartenflächen gibt. Beim Neckarbogen sind diese Flächen in Gemeinschaftsflächen, wie zum Beispiel in Innenhöfen, organisiert. Auch bei den Gebäudetypologien gibt es klare Unterschiede. Beim Neckarbogen wurde im Bebauungsplan festgelegt, dass nur Flachdächer gebaut werden dürfen. Dagegen wurde es den Bauherren in Lichtenheim freigestellt. So erkennt man eine größere Durchmischung mit Sattel-, Flach- und Walmdächern, die in unterschiedlichen Farben markiert sind. In der nächsten Darstellung sieht man die öffentlichen Flächen im Vergleich, die orange markiert sind. Flächenmäßig sind diese relativ gleich, jedoch im Neckarbogen auf die Größe des Quartiers etwas besser verteilt. Ein Punkt, der hier jedoch klar für Lichtenheim spricht, ist die Nahversorgung, welche beim Neckarbogen nicht vorhanden ist. Bei den Grünflächen haben wir zwischen öffentlichem und privatem Grün unterschieden. In Lichtenheim gibt es eher Grünstreifen, die das Gebiet fassen, und einzelne Straßen und Wege, die durch Grünstreifen aufgelockert sind, wie man das in der Lupe sieht. Beim Neckarbogen sind die Grünflächen deutlich großzügiger und zu öffentlichen Grünflächen zusammengefasst. Diese befinden sich als Ergänzung zur Naherholung immer an der Nähe zum Wasser.
Zum Abschluss unseres Vergleichs haben wir hier unsere wichtigsten Lessons learned aus unseren Beispielquartieren nochmal unter den vier wichtigsten Themen zusammengefasst. Das Gebiet in Duisburg ließ sich dichtemäßig und vom Kontext gut vergleichen. Die auffälligsten Unterschiede waren die Grünflächen und die Gestaltungsvorgaben ebenso wie in Heilbronn. In Bezug auf die Urbanität kann auch einiges verändert werden. Dazu gehören, dass Restflächen zwischen den Häusern vermieden werden und jeder Quadratmeter gut ausgenutzt wird. Auch eine vermehrte EG-Zonennutzung und eine nicht zu strikte Trennung der Funktion würde dem ganzen Gebiet gut tun, um zum Beispiel kleine Läden oder eine Bäckerei mit zu integrieren. Bei den Gestaltungsvorgaben sollte wie zum Beispiel beim Neckarbogen ein einheitliches Gesamtbild entstehen durch klarere Gestaltungsvorgaben, aber in Bezug auf die Fassaden sollte eine größere Freiheit gegeben sein. Auf die Grünflächen bezogen sollte es mehr öffentliches Grün geben. Dies kann in Form eines kleinen Parks oder einer Erweiterung der angrenzenden Felder geschehen. Auch Wasser als Thema schafft unserer Meinung nach einen erheblichen Mehrwert für die Aufenthaltsqualität der Bewohner. Außerdem könnte man bei der Freiraumgestaltung ein Landschaftsarchitekturbüro hinzuziehen. Das private Grün sollte nicht so strikt getrennt sein, sondern als weicher Übergang von der Straße bis zum Haus folgen. Statt der Stellplätze vor dem Haus könnten diese zusätzlich als Vorgartenfläche genutzt werden. Im Verkehrsbereich sollten Wege und Straßen mehr differenziert werden, zum Beispiel durch einen optisch anderen Belag. Die Flächen sollten nicht so stark versiegelt werden, um einen Urban Heat-Effekt zu vermeiden und an Fußgänger und Fahrradfahrer angepasst werden. Die Notwendigkeit von Stellplätzen im Quartier sollte ebenfalls überprüft werden. Ein autoarmes oder autofreies Quartier würde deutlich die Lebensqualität der Bewohner erhöhen.